Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei den Käsefreunden von Stormwind. Heute werden wir uns wieder in das Mogushan-Gewölbe begeben und zwar zum dritten Boss Garajal, der Geisterbinder, 10er normal. Guide. Der ganze Kampf wird auf zwei Ebenen stattfinden, einmal der normalen Welt und einmal der Geisterwelt und folgende Fähigkeiten sind dabei für euch wichtig. Einmal das Verbannen von dem Tank, deswegen braucht ihr zwei Tanks dafür. Und da für den Rest gibt es das Geistertotem, dafür braucht der DD und Heal. Wie immer, wir haben das mit zwei Heilern gespielt, man kann das natürlich auch mit drei Heilern spielen, wenn eure DDs auf Zack sind. Doch der Enrage-Timer ist ziemlich fies noch, also wenn ihr noch nicht gute Ausrüstung habt, solltet ihr es vielleicht überlegen, mit nur zwei Heilern zu spielen. Dann gibt es noch die Voodoo-Puppen, die werden den Tankschaden auf zwei weitere Ziele reflektieren, und zwar 70% davon. Deswegen ist es hier optimalerweise so, dass man einen Tank hat, der viel blocken, parieren und ausweichen kann. Zum Beispiel Mönche, Krieger. Schlechter dagegen sind hier Todesritter. Dann hat Garajal selbst noch einen Wutanfall, der bei 20% einsetzt, wodurch seine Angriffe stärker werden. Aber dann müsste er auch nicht mehr in die Geisterwelt zurückgehen. Und in der Geisterwelt kriegt er einmal den Übertreten-Debuff, der euer Leben erstmal auf 30% runtersetzt. Und ihr müsst dann vollgeheilt werden, weil nach 30 Sekunden, wenn der Debuff ausläuft, sterbt ihr sonst. Dafür kriegt ihr währenddessen noch den revitalisierenden Geist. Das ist zum Beispiel euer Tempo, eure Meisterschaft wird dadurch erhöht. Und für die Heiler, ihr kriegt extrem viel Mana zurück, vorausgesetzt ihr castet nicht andauernd. Dafür ist es zum Beispiel gut, immer mal Spontanzauber einzubinden. Jedoch sehr wichtig, die größtmögliche Heilung am Ende, nachdem die anderen hochgeheilt sind, geben ihnen den Buff mit der Meisterschaft oder Tempo oder was auch immer für diese Klasse gut ist. Vielleicht auch Stärke, wie auch immer. Und dann gibt es noch die Seelenrückkehr. Das ist der Extra-Button, der dann erscheint, wenn ihr vollgeheilt seid einmal. Damit könnt ihr wieder in die Normalwelt zurückkehren. Entweder, wenn keine Geister mehr dort unten sind, die ihr nämlich töten müsst als CDs. Oder, wenn ihr als Heiler oben gebraucht werdet und beziehungsweise bevor euer Übertreten die Buff ausläuft. Oben ansonsten müsst ihr auf nichts weiter achten. Ihr solltet am besten zusammenstehen, um es den Heilern vom Heilen leichter zu machen, aber ansonsten ist oben nichts Besonderes zu beachten. Der Tank, der verbannt wird, sieht noch einen extra Mob, der nennt sich Seelentrenner, und der Tank hat die Aufgabe, diesen Seelentrenner in einer gewissen Zeit zu töten, damit er wieder nach oben kommt. Auch noch wichtig zu erwähnen wäre, der den Voodoo-Puppen-Debuff hat, der kann nicht durch so ein Geistertotem übertreten. Wir haben es übrigens gespielt, indem wir zwei Teams hatten, jeweils bestehend aus zwei DDs und einem Heiler, und die haben immer durchrotiert, ja, die Tanks rotieren automatisch. Er ist spottimmun, das heißt, ihr könnt nicht immer nur einen Tank runterschicken und den anderen oben lassen. Und ja, genügend von der Theorie, wollen wir doch mal so langsam in die Praxis einsteigen. So, und dann starten wir einfach mal. Wie ihr auch gleich sehen werdet, wir haben auch eine DK-Tank dabei. Das heißt, wir werden etwas mehr Schaden auf die Voodoo-Puppen-Ziele bekommen. Aber das ist eigentlich in Ordnung. Das Wichtigste, was eure DDs hier eigentlich immer zu tun haben, ist einmal oben Schaden auf Garajal zu machen, weil sonst ist auch anderes gar kein Ziel da. Ja. Am besten immer zusammenstehen. Ihr könntet auch alle hinter dem Boss stehen, womit ihr die Tanks noch in solchen AOE-Heals, wie zum Beispiel von Druiden oder von Schamanen, damit dann das gesamte Team, also alle 10 Mann oder Frauen, drinnen stehen, könntet ihr auch hinter dem Boss stehen. So, hier sehen wir jetzt das erste Geistertotem. Drei Mann laufen rein. Wir sagen an, hier ist alles in Ordnung, dann müsst ihr das Geistertotem zerstören und dann geht das Geheile los. Und ihr seht auch hier schon die schattenhaften Diener. Die casten nicht nur hier unten ein bisschen Damage, obwohl der ziemlich ja, geringfügig ist, aber auf der Oberseite machen sie einen schönen AOE-Shadow Ball und das kann dann schon mal wehtun. Das eigentliche, die eigentliche Schwierigkeit dabei ist, wenn man mit zwei Heilern spielt, dass natürlich auch ein Heiler von dem Voodoo-Puppen-Debuff betroffen sein kann, womit er nicht runter kann. Das heißt, wenn ihr Pech habt, habt ihr einen Heiler sehr lang immer oben. Ja. Ansonsten, was wäre noch zu dem Kampf zu sagen? Wir haben
eigentlich sonst keine Probleme gehabt. Unser erstes Problem war das mit dem, dass Voodoo-Puppen-Debuffs immer dann kamen, wenn wir das nicht predicted haben. Kleiner Tipp hier: Voodoo-Puppen, die ändern sich immer, nachdem die ersten nach einer gewissen Zeit kamen, ändern sich immer, wenn der Tankwechsel auch ist. Dafür gibt es bei DBM und wahrscheinlich auch bei allen anderen einen Timer. Achtet darauf, wenn der ganz knapp dran ist. Dann solltet ihr erst noch kurz warten, bevor ihr die Disguise-Totem kaputt macht und runtergeht. Und ansonsten, das Wichtigste eigentlich an dem Kampf ist das schnelle Zerstören dieser Diener. Wir hatten am Anfang ziemlich viele Probleme. Nachdem wir uns gut eingespielt haben, sieht es eigentlich ziemlich clean aus, wie ihr hier seht. Geisterwelt ist relativ leer. Als Paladin bzw. als Heiler bin ich jetzt etwas schneller hochgegangen, weil unser anderer Heiler auch verhindert war. Wir haben hier zwei Paladine genommen für den Kampf, weil und das einfach wegen der Flamme effektiver erschien. Ihr könnt das natürlich auch so machen, dass ihr die anderen beiden heilt und euch dabei mit der Flamme selbst heilt, beziehungsweise einfach, wenn ihr zusammensteht in der Geisterwelt, könnt ihr auch erstmal AOE heilen und dann nochmal große Heals hinterher setzen, damit die Leute diesen Buff bekommen. Und ihr seht auch schon, Tiere ist hier ziemlich am Spam, was die Heilung angeht. Er ist auch hier die ganze Zeit nur am Rotieren der Geisterwelt, also er hat keine Mana-Probleme. Er hat diesmal auch zwar noch ein Willenskraft-Fläschchen drin, aber im Normalfall könntet ihr, wenn es sonst knapp wird, hier also ruhig auf Willenskraft verzichten. Jetzt kommt zum Beispiel die Voodoo-Puppe, da muss schnell gewechselt werden, damit das in der Geisterwelt weitergehen kann. Und ja, alles soweit in Ordnung. Der Schaden wird natürlich immer höher. Und das Wichtigste ist, dass ihr optimalerweise, bevor ihr den Boss auf 20% spielt, habt ihr auf jeden Fall noch ein Geistertotem. Denkt nicht, ihr braucht das nicht zu nehmen. Es ist das Wichtigste, dieses Totem vor allen Dingen zu nehmen, weil für den 20% Run sollten am besten gar keine schattenhaften Diener mehr in der Geisterwelt vorhanden sein. Weil sobald er 20% erreicht hat, hört er auf, diese Totems zu casten und auch seine Diener zu rufen oder Leute auch zu verbannen. Das wird dann gar nicht mehr passieren, dann gibt es einfach nur noch ein Damage Race. Soweit ich weiß, gibt es aber immerhin noch weiter die Voodoo Dolls, also die Voodoo Puppen, die natürlich hier den doch relativ hohen Schaden ausmachen. Und ja, wir verlieren hier in diesem Versuch, glaube ich, gar keinen, obwohl ich mir gerade unsicher bin. Es ist manchmal etwas kompliziert, aber wenn ihr es konzentriert spielt und wirklich nicht ein Geistertotem verhaut, solltet ihr das locker hinkriegen und dann habt ihr hoffentlich genauso viel, naja, mehr oder weniger Spaß an dem Boss wie wir, weil wir hatten am Anfang noch unsere kleinen Probleme. Falls eure Gruppenzusammenstellung diese Taktik, und zwar das mit den zwei DDs und deinen Heiler und das in zwei Teams gehen runter, nicht funktionieren sollte, aus irgendeinem Grund, dann habt ihr entweder noch nicht das Gear dazu, oder ihr spielt es einfach, indem ihr immer zwei DDs und einen Heiler runterschickt und immer dieselben DDs nehmt. Das kann man noch machen. Man kann außerdem auch so rotieren, dass man nur einen DD und einen Heiler runterschickt, weil dieser eine DD ist natürlich schneller hochgeheilt und macht dadurch auch mehr Schaden. Effektiv auch kann es sein, dass man runter irgendwelche Dot-Klassen schickt, aber optimalerweise ist es besser, wenn sie tot sind, als alle so ein bisschen gräblich nur am Leben. Ja, dann wird hier nochmal schön Multi geheilt. Mana hat man ja am Ende genug. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg und hoffentlich legt ihr den Boss genauso wie wir. Bis dahin.